Ob in Großstädten oder kleinen Orten, der Bedarf an Wohnungen steigt überall. Ein kompetenter Partner für diese Herausforderung ist die Salzburg Wohnbau. Für 2011 plant das Unternehmen die Fertigstellung von 320 Wohnungen. Eine Wohnanlage konnte bereits in Hüttau den neuen Mietern übergeben werden. Nach Begrüßung und einleitenden Worten des Hüttauer Bürgermeisters, Vertreter der Richtergesellschaft Salzburg Wohnbau und der Politik konnten die neuen Mieter ihre Wohnungen übernehmen. Auch der Salzburger Landtag war durch seinen Präsidenten vertreten. Der Landtag hat eine sehr wichtige Funktion. Der Landtag ist für das Budget des Landes zuständig und wenn das Budget in Ordnung ist, sind auch die Mittel für die Wohnbauförderung da und damit kann dann die Regierung große Maßnahmen umsetzen. Durch die Salzburger Wohnbauförderung werden die Mieten für die Bewohner günstiger und leistbar. Und dadurch soll ein Abwandern aus dem 1500 Einwohner zählenden Ort verhindert werden. Es ist durch die Förderung, durch die Wohnbauförderung, die Miete um 120 Euro pro Wohnung und pro Monat billiger. Das waren 1.500 Euro im Jahr, die mehr zu bezahlen werden. Dann war es für den einen oder anderen schon nicht mehr möglich, hier zu wohnen, ohne finanzielle Unterstützung mit dazu. Darum glaube ich, dass wir gut aufgestellt sind und dass die Wohnbauförderung sehr, sehr wichtig ist. Das ist ganz wichtig, speziell für Hüttau, da ist ja die Bevölkerung zurückgegangen. Hier braucht man gute Wohnungen, dass die Bevölkerung hier bleibt. Da braucht man Arbeitsplätze, dann lebt der ländliche Raum. Wenn wir den Menschen nicht die Chance geben, dass dort, wo sie geboren sind, wo sie aufwachsen, dass dort eine vernünftige Wohnung zu einem normalen Preis kriegen, dann müssen sie wegziehen. Das wollen wir nicht und darum auch diese Investition von 1,8 Millionen jetzt für dieses Bauwerk. Nach nur 8 Monaten Bauzeit konnte die moderne Wohnanlage übergeben werden. Das Projekt ist harmonisch in die Hanglage eingebettet und für ein freundliches Miteinander für die Hausgemeinschaft geschaffen. Doch bis dahin war es ein langer Weg. Wir haben also im Bereich der Roten Zone dieses Bachverbaus da die Problematik gehabt, also, dass wir hier relativ nahe im Bereich der Roten Zone bauen. Und die WLV hat also hier einige andere Vorstellungen gehabt bezüglich dem Übertreten des Baches. Wir haben also hier in der Planung dann zweimal einen Einreichplan erarbeitet, mit der WLV abgestimmt, auch mit den Nachbarn, was ganz wichtig war. Und in dem Bereich haben wir dann also diese Lösung, wie sie jetzt da steht und vor Ort ist, verwirklichen können. Wir haben also eine Bauzeit gehabt von 142 Tagen. Vom Tage der Einreichung in der Gemeinde binnen 3 Wochen die Bauverhandlung. Also es ist seitens der Baubehörde und der Gemeinde, des Bauamtes und des Amtsleiters alles getan worden, um hier also die Bauwirtschaft zu unterstützen. Und wir haben auf Wunsch des Bürgermeisters alle einheimischen Firmen beschäftigt und haben geschaut, also dass die Arbeit im Dorf, wie man sagt, bleibt. Durch die barrierefreie Ausstattung entspricht die Anlage auch den Anforderungen für betreutes Wohnen. Und vorübergehend ist es auch Unterkunft fürs Seniorenheim. Es hat eigentlich von Anfang an jeder einen Strang gezogen. Und damit ist es auch möglich gewesen, dass wir das Projekt eigentlich verwirklichen haben können. Und trotz allem haben wir da eine gute Lösung, glaube ich, gefunden, wo alle Beteiligten, die Anrainer sowie die Betroffenen für den Haus eigentlich gut miteinander leben können. Wir haben bei dem Haus eben im Erdgeschoss 5 Wohnungen für betreubares Wohnen installiert, wo ich der Salzburg Wohnbau sehr dankbar bin, dass sie das dann so verwirklicht haben, dass auch Lift reingekommen ist. Und all die Dinge haben es eigentlich erst ermöglicht, dass wir jetzt von unserer Sanierung von Seniorenheim mit unseren Bewohnern daher übersiedeln können und dir damit einfach eine ruhige Phase bis zum November, Dezember bis Fertigstellung von neuen Seniorenheim da herinner eben Unterkunft finden. Und ich glaube, dass es einfach eine sehr gute Lösung ist, wo wir sehr froh sind und auch sehr dankbar sind, dass das so möglich war. Und zusammenfassend gab es noch Worte des Dankes. Also wir haben mit der Salzburg Wohnbau und mit dem Herrn Piffer da bestens zusammengearbeitet und sonst war das nicht möglich gewesen. Und ich muss auch sagen, ein großes Lob und ein großes Danke an alle ausführenden Firmen. Es hat sich jeder an die Termine gehalten und jeder sein Bestes gegeben, dass das funktioniert hat.